So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter. Ihr kriegt mal wieder einen kleinen Vlog aus dem Leben eines Philipp Kess auf dem Samstag. Folgende Geschichte. Seit der Essen Motorshow stand der BMW mit Toms Trailer bei Max, weil das Auto direkt von der Essen Motorshow bei diesem Wetter zu Max gegangen ist. An der Stelle schon mal vielen, vielen Dank, Tom, dafür. Jetzt hat Lars den BMW von Max abgeholt, ist mit dem Trailer zu sich gefahren. Da fahren wir gleich hin. Der wird nämlich noch mal einmal ein bisschen, ich sag jetzt mal, geschliffen und glatt poliert. Das heißt, es geht zum Lackierer. Dort hole ich den Trailer ab, fahre mit dem Trailer zu Tom. Zwischendurch liefern wir noch an den lieben Basti TTD ein bisschen Chromorohr aus. Dieses Chromorohr kommt von Nils, weil Chromorohr so viel nicht lieferbar war. Nicht lieferbar ist, sorry. Das hat Nils hier freundlicherweise abgeliefert, weil in der Größe auch nicht so einfach zu verschicken. Und da ich jetzt nach Magdeburg fahre, liefere ich es unterwegs noch an Basti aus. Jetzt eine Sache vorab. Im letzten Oma-Golf-Video habt ihr meine Integration von Noco gesehen. Diesen ultra fetten Jumpstarter zugeschickt. Diese Powerbank. Und waren so begeistert davon. Davon, wie ich das präsentiert habe und dazu, wie ihr es auch aufgenommen habt. Ich selber bin wirklich auch davon begeistert, dass ich nochmal von denen ein großes Paket zugeschickt bekommen habe. Weiß gar nicht, was da alles so drin ist. Aber wir gucken uns das einfach mal schnell gemeinsam an. Weil ich habe mir nämlich was Witziges überlegt, was auch für euch am Ende ganz cool sein wird. So, jetzt vloggen und auspacken ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Okay, so, also jetzt geht's nämlich los. Nimm's mir nicht übel, wenn ich das Ganze jetzt hier ein bisschen kaputt reiße. Das geht nämlich mit einer Hand nur so. Hier drin haben wir, okay, die Verpackung ist natürlich schon mal geil. Ich vermute, eine Batterie. Das wird das Gegenstück sein zu der Lithium-Batterie, die jetzt gerade im Oma Golf drin ist, die wir gestartet haben. Genau, Tatsache. Noco NLP 30. 700 Ampere. Das ist natürlich schon eine Ansage. So, Verpackung. Das ist sie. Gewicht. Da wir bei uns im Lager sind, habe ich zufälligerweise meine Waage. 2,1 Kilo. Für 2,1 Kilo kriegt ihr kriegt 8 Ampere Stundenleistung. Das heißt, die Batterie wird natürlich relativ schnell leer sein, aber Noco verspricht 700 Ampere Startleistung. Das ist echt krass. Ist gut. Ja, die kommt in den Obergolf. Achso, ja, und das Ganze verhältnismäßig preisgünstig noch, wie ich finde, weil selbst die Bleibatterien sind ja mittlerweile echt teuer geworden. Diese Batterie ist immer echt witzig, ne? Gefühlt denkt man immer, es ist gar nichts drin. Liegt bei Amazon, habe ich gesehen, ungefähr bei 200 Euro. So, ihr sollt aber auch noch auf eure Kosten kommen heute. Das heißt, ich habe mir was überlegt. Wir haben zusätzlich noch geschickt bekommen. Wir haben hier einmal ein Ladegerät, 5 Ampere Stunden, das Noco Genius 5. Das gleiche haben wir auch noch mit 10 Ampere Stunden. Dieses würde ich ehrlich gesagt gerne behalten. Und dann haben wir hier drin nochmal die kleine Version des Jumpstarters. Hier haben wir tatsächlich nochmal einen kleinen Jumpstarter, der immerhin noch 1705 Ampere hat. Volles Programm. Das heißt, selbst der hier soll reichen für 7,5 Liter Benziner und 5 Liter Diesel. Also, jetzt muss ich mir ganz schnell was überlegen. Wie verlose ich diese Dinger jetzt an euch? Derjenige, der in den, sobald das Video online ist, innerhalb von 24 Stunden am genauesten errät, wie viel Kilometer der Bus jetzt zur Sekunde hat. Ich werde ein Foto machen, wenn ich gleich rausgehe. Der kriegt von mir diese Powerbank geschenkt. Also ab in die Kommentare, Kilometerstand schreiben. Einen kleinen Tipp, damit es nicht ganz zu unfair wird, es steht vorne eine 3. Das ist Gewinnspiel Nummer 1. Gewinnspiel Nummer 2 ist diesen 5 Ampere Lader. Kann man sowohl mit aufladen, reparieren, wenn die Batterie tief entladen ist. Vollkommen elegantes System hinter, das heißt, es erkennt automatisch, was für eine Batterie ist, ob es eine AGM, die Lithium und so weiter ist. Dieses Teil kriegt derjenige mit dem Top-Kommentar, wo die meisten Likes drauf sind. Also gibt fleißig Gas. Ich denke, das lohnt sich. Zwei Sachen verlosen wir. Jumpstarter und Ladegerät. Und dieses geile Ding kommt definitiv im Oma-Golf. So, was machen wir jetzt? Als allererstes muss ich jetzt nochmal auf mein Telefon gucken, weil der liebe Tom ist immer so, wenn ich zu ihm fahre, kannst du mir nochmal das mitbringen, kannst du mir nochmal das mitbringen. Ich gehe mal kurz packen. So, es geht los mit 3 Rohren. Ah, ich tippe drauf, der will einen Ausdruck bauen. 12 mm Stangen Rohrbogen. Jetzt braucht er noch Alu-V-Band-Ringe, die haben wir, aber jetzt ist das Problem,
Ich hoffe, er killt mich nicht. Riesenlager, Pierre ständig am Umräumen. Längster Mitarbeiter hier. Ehrlich? Ja. Und der Älteste. Ich muss jetzt leider samstags meinen Mitarbeiter Pierre anrufen und ihn fragen, wo die Vorwandringe sind. Hi. Ich muss leider dein heiliges Wochenende stören. Ich suche unsere Alu-V-Wandringe. Wo sind die hingeräumt? Da wo die normalen sind, weißt du, ne? Ja, genau. Ich glaube, Eingang weiter oder Eingang davor, ganz, ganz oben, da habe ich die Alu-Ringe. So, also hier sind die normalen. Ist nicht korrekt. Hier sind die normalen Ringe. Ein Gang weiter. Da sind die Alu-Rohre. Ah ja, hier, da. Gegenüber von den Rohren oben hast du hingepackt. Hast du uns geholfen. Alles klar. Vielen Dank, schönes Wochenende. Jo, ciao. Bis dann, ciao. Vielen Dank, Pierre. Und sorry, dass ich dich am Wochenende gestört habe. Aber immer wieder geil. Ich rufe ihn an, egal welche Uhrzeit. Wirklich in 99% der Fällen weiß er, wo die Sachen sind. So, jetzt zeige ich euch nämlich, ich weiß, was er machen will. Und zwar haben wir nämlich 1:1 zu den Edelstahl-V-Band-Ringen auch Alu-Ringe. Und so kann man quasi Alu zu V-Band adaptieren. Das heißt, man kann die Downpipe in Edelstahl bauen, Alu zu V-Band, Alu zu Edelstahl adaptieren. Ich denke mal, Tom wird die Downpipe in Edelstahl bauen und geht dann ab da einfach mit Alu weiter. Weil natürlich ein Alu-Flansch direkt am Turbolader funktioniert nicht. Jetzt müssen wir noch hochgehen. Aber natürlich soll dieses Video nicht komplett inhaltslos sein. Deswegen haben wir hier Edelstahl, Rollen, Vorderachse, Turbolader. Ich habe euch ja gesagt, selbst wenn wir jetzt nicht aktiv an der Limo erstmal arbeiten können, es geht allerdings gut voran, also das wird richtig, richtig geil, machen wir natürlich mit den ganzen Teilen weiter. So, und genau deswegen werde ich heute mit Tom, wenn wir irgendwann in Wolfenbüttel ankommen, noch ein bisschen schweißen. Und ihr habt gerade gesehen, unten Achse. Sorry übrigens, dass das letzte Video so verwackelt war. Da hat man noch die falsche Einstellung. Das sollte jetzt besser sein. Das heißt jetzt, muss ich noch dieses Zeug hier einladen. Gucken, wie ich das gleich in den Bus reinwuppe. Auf jeden Fall seht ihr hier Längsträger. Das heißt, wir werden tatsächlich einen rollbaren Wagen bauen, der komplett aus Achse und Längsträgern besteht. Das heißt, wir können am Ende an diesem Rollwagen alles fertig bauen. Rohre, Ansaugbrücke, Ansaugung, Druckrohre, Leitung, einmal alles. Ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, warum ich Busfahrer bin. Das alles muss wieder mit. So schnell geht das, so schnell sammelt sich das an. Einladen. Los. So, passt, los geht's. Später. So, der Basti wartet schon. Läuft deine Scheibe ein bisschen hinten, ne? Kess Teile Express. Tag. Ja, nachdem Bremse vorne runter war, ist jetzt das Bremse hinten runter. Hinten ja, der ist dezent runter. Ja. So, du hast ein neues Projekt? Ich habe ein neues Projekt, ja. Hast du schon verraten, was? Nö. Bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob wir es verraten. Soll ich es verraten? Ist auf jeden Fall geil. Das wird mega. Bisher aufwandsmäßig, so wie gedacht hast, mehr, weniger? Eher mehr, ne? Eher mehr. Deutlich mehr. Deutlich mehr. Ja, deswegen macht es auch nicht jeder. Die beiden Rohre sind auch dafür? Genau, ja. Die sind dann zur Versteifung im Schwellerbereich, ne? Ich würde sagen, wir verraten es kurz. Ja. ja, es wird ein Audi S1 G2, ne? So wie damals der Walter Röhr das gefahren hatte. Es war vielleicht, na, zur Farbe sage ich noch nichts. Also da soll sich jeder mal... Das heißt, das ist aber dieses typische Auto, wo man aus zwei Autos eins macht? Du kannst, es gibt mehrere Varianten, wie du es machst. Du kannst es aus zwei Autos eins machen. Also du kannst einen Audi 80 Quattro Zweitürer nehmen, die Front bis zur B-Säule abschneiden und mit dem Coupé verheiraten. Mhm. Schon, hört sich schon krass an. Oder du machst die Variante, wie ich das gemacht habe, nimmst das Coupé, schneidest es in zwei und dann nimmst du die A- und B-Säule vom Zweitürer Audi 80, weil dann ist es egal, ob es ein Quattro ist oder ein Fronti, weil die sind günstiger halt im Einkauf. Ne? Vor allem, so wie ich euch kenne, wollt ihr das Ganze ja natürlich wieder ziemlich perfekt bauen. Ja. Gerade so Corserie und sowas. Ne? Ja, da
Wenn ich mir wieder richtig eingeben drauf. Ja, wir werden das Ganze euch auf jeden Fall vorstellen, aber du meinst, ein paar Schritte willst du noch machen und dann... Ja, genau. Also ich will noch ein paar Sachen anpassen an der Karosserie, damit es nicht ganz so, ich sag mal, scheiße aussieht. Ne? Weil es ist halt, ja, ich sag mal so, damals waren die Autos auch scheiße gewesen. Ne? Also jeden, den ich frage, sagen die, ey, du pass auf, da kannst du Hammerstiele zwischen die Tür packen. Ne? Aber man versucht da schon das Beste draus zu holen. Ne? Aber auch 5-Zylinder, ja. Muss ja, ja, 5-Zylinder, ja. Ich hab, hatte kurzzeitig überlegt, ob du vielleicht Hammerrads und V6 auch anhängst. Nee. Aber zum Motor, da kommt noch. Wäre aber geil eigentlich. Wäre aber geil, den 6-Zylinder drin, das macht bestimmt auch gut. Ich denke mal, dann wird das so frontlastig. Zu kopflastig, ne? Ja. Also immer 5-Zylinder. Also ich denke mal so 1000 Kilo, so ist das Ziel. Gibt es da noch Teile für, geht das? Oder Katastrophe? Ich sag mal so, die Karosserieteile kriegst du. Das gibt's alles. Ne? Das gibt's alles im Nachbau. Ja, ja. Qualität ist so lala, ne? Also da GFK ich, halt, ne? Ja, kein Vergleich zu Baltic, ne? Definitiv nicht. Also Baltic ist brutal, ne? Da die Teile da, ne? Da musst du schon ganz schön nacharbeiten. Ne? Ja, das haben wir aber schon immer alle gesagt. Das haben immer alle schon also gesagt, dass das, was diese Bodykits angeht, gerade weil es ja aus dem Rennsport kommt, ne? Ja, ist halt scheißegal, ne? Muss halt nur unter der Funktion, ne? Ja, ich denke mal, ach, das wird schon. Wird schon. Ja, wir werden es euch auf jeden Fall vorstellen. Pass auf, hier. Ich habe so ganz dezent wieder so einiges eingeladen, weil ich noch wieder so eine kleine Rundfahrt. Wir holen jetzt mal ganz unten hier die Rohre raus und dann geht's weiter nach Uexleben und dann müssen wir dein Projekt nochmal mal vorstellen. Ja, also ich glaube, das Projekt wird definitiv eine richtige Ansage. Ich freue mich drauf, wirklich euch das vorzustellen, weil aus 2-3 Autos eins machen mit der Technik und ich weiß einfach, Basti und Adam, wie die werden das wirklich wieder perfektionistisch bis zum Ende durchziehen. Das wird eine richtig geile Nummer, also da freue ich mich. Generell 5-Zylinder und diese Autos, ihr konntet ja bei den Holländern schon mal so ein bisschen reinschnuppern, das wird richtig gut. So, weiter nach Uexleben, gucken wir mal, was der BMW macht. Angekommen in Uexleben hier, Samstag. Gucken wir, wer da ist. Da läuft er gleich weg. Da läuft er gleich weg. Hi, grüß dich. Ich mache einen kleinen Roadtrip heute mal wieder. Ja, schön. Wo musst du hin? Ich war schon in Wolfsburg, jetzt einmal Trail abholen. Erstmal vielen, vielen Dank. Ja. Wir müssen auf jeden Fall einen ganz kleinen Blick müssen wir kurz werfen. Jetzt bringe ich Anhänger noch zu Tom und dann wieder nach Hause. Alles gut? Ja. Zufrieden? Ja. Mitarbeiter, schon ein Auto gesehen oder so? Was sagen die da? Nee. Okay, ich bin ja gestern erst kurz nach 4 war ich hier. Mhm. Da waren die natürlich alle schon im Feierabend. Und Lars ist aber nächstes Mal hergekommen. Ja. Wir haben gleich mal geguckt. Naja. Ja, das ist jetzt wieder so ein Licht, wo das Schwarz einfach perfekt ist. Also, ich finde, das Ding sieht einfach so geil aus. Von gerade jetzt so auf der Bühne bei euch, ne? Ja. Und ich verstehe es auch wirklich nicht, was die Leute gegen diese Felgen hatten, ne? Das muss man einfach live aussehen. Ich finde, das passt einfach. Mehr geht nicht. Wie diese Räder hier stehen. Sieht schon Hammer aus. Ne? So die Tiefe und auch dann hinten das Tiefbett dazu. Geil. Geil. Also, Auto ist jetzt hier für finale Finish, weil ich habe ja auf der Messe schon gemerkt, dass Lars wollte am liebsten das Auto nochmal eigentlich schleifen, polieren und so weiter. Genau, und das haben wir jetzt vor. Das geht hier natürlich am besten. Ja, mit unseren, also in unserer Halle, mit unseren Mitteln haben wir alles da, deswegen machen wir das hier. Das heißt, da meinst du, kriegst du noch ein bisschen Glanz tatsächlich so raus? Echt? Aber deine Meinung zur Farbwahl, wenn jetzt hier so bei dir selber in der Halle stehen? Mein Favorit war es nicht, aber je mehr man sich das Auto anguckt, umso besser mehr gefällt es mir. Also gestern, wo ich das Auto abgeladen habe, ja, das war schon, sah schon gut aus. Ja, ich sag immer, schwarzes Auto wirkt nur wirklich, wenn es halt perfekt ist. Ja. Also ein schwarzes Auto muss einfach genau so dastehen, wie der hier dasteht, dann passt das. Okay, ja, ich nehme jetzt den Trailer mit und ab geht's, Wurzel.
unfassbar geiles Gefühl, diesen BMW immer wieder zu sehen. Wirklich. Weiß ich nicht, irgendwie. Ich weiß, dass es dieses Auto gibt, aber ich fühle dieses Auto nicht so, als wenn es wirklich meins ist. Weil einfach dieser Aufbau und alles, das ging so schnell. Ich bin bis heute keinen einzigen Meter damit gefahren. Und es steht noch so viel vor diesem Auto und mir, gerade auch Heckantrieb, Schalter und meine nicht vorhandene Erfahrung. Das wird einfach gut. Das wird einfach richtig gut. Ja, langsam wird unsere Bremse auch hinten ein bisschen lauter. Ich befürchte, wir müssen gleich bei Tom erstmal die Klötze wechseln hinten. Also ab geht's zu Tom nach Wolfenbüttel. Hänger ist angehängt. Anhänger, Hänger ist in der Hose. Und mal gucken, was der Gauner so hat. Angekommen in Wolfenbüttel und der Typ ist direkt hier wieder am... Ah, was so? Ist das hier die Heineken Kältebox oder was? Nicht mehr, soll ich da jetzt reinbohren oder was? Hättest du nicht machen müssen, mit Gurte waschen, ne? Die war noch sauber. Ja, ja klar, zieh ein Loch durch. Ich kann mir mal auch schon mal rein. Ja, zieh ein Loch durch. Zieh ein Loch durch. Vielleicht kannst du ja die 100 wegbohren, dann kleben einfach eine 200 drauf. Das kann ich wieder gut sehen, ja. Das ist doch hier wieder feinster Fusch. Das hier hinten noch eins. Echt jetzt? Ja, okay. Ja, krass, Alter. Alter, aber das ist das so das Wasser drin schon? Hier ist Aquarium, Alter. Mach mal alle Vierecken. Junge, das geht nämlich nach Gewicht. Ja, sehr schön. So, machen wir jetzt? Ja, auch noch. Dein Motor? Nee, ich glaube, wir müssen leider erstmal die Big Brakes hinten machen. Weil die hören sich nicht mehr so hast gut an. Hast du jetzt gemacht? Vorne. Vorne? Ja. Aber nicht hinten wieder fest? Oder ja, aber bei der Laufleistung ist es immer so, ich mache immer nur das, was kaputt ist, weißt du? Da glüht auch nichts. Und jetzt ist hinten. Tom hat gar nicht erzählt, dass er gestern Geburtstag hatte. So schlimm ist er eigentlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ihr jetzt von mir denken sollt, wenn jetzt schon wieder in so einem Vlog die Bremse hier runter ist. Aber halt bei 80.000 im Jahr ist man ja gefühlt auch nur am Bremse machen, zumindest wenn man so viel Anhänger fährt. Ja, so, wir sind angekommen in der Casa del Wozni. Ah, ja. Sehr gut. Sehr gut. Genau richtig hier. Heizung läuft auch schon. Ja, das Jacke aus. Junge! Ihr finnische Sauna oder was? Den guten! Soll ich lieber den guten Büroschuhe nehmen? Ist kein Problem, ich nehme den guten. Ah, deswegen komme ich immer so gerne hierher. Ah, und hier wolltest du auch das Aluminium für haben, oder wie? Genau. Ja, will noch mal eine Race-Anlage, oder wie? Genau, so vor allem Eibel und Schanze. Viertel Meile, wie auch immer. Aber der ist so von der Fahrzeughöhe, passt das? Ja, ja. Guck mal, wenn du von der Achse ausguckst. Von der Achse aus ist es relativ gleich hoch. Hinten nicht. Ja. Aber es geht nicht mehr, wenn ich ein paar haben würde. Sag lieber, was Supra macht. Sag lieber, was macht die Supra? Ich hab gar keine Ahnung, wirklich. Hab's noch nicht. Komm mal, gerne ruhig. Nicht viel passiert. Das ist ein Metallspiel hier. Ja, weißt du, wie es ist? Haben ist besser als bauen. Ja, klar. Nur die Lade auszubauen, super, Mann. Aber irgendwie fahren sind andere Sachen erstmal wichtiger. Ah! Ist nur eine Schraube gerade drin. Verzeiht das bitte. Das dezente Gerät. Ist auch wieder so ein Turbolader, wo man eigentlich irgendwie so eine Karosserieversteifung für braucht, oder? Um den aufzuhängen. Dann haben wir mal sehen, ne? Aber Supra ist halt irgendwie so ein Auto, wie du auch immer sagst, wo so ein fetter Lader einfach irgendwie drauf gehört, ne? Ja, die Supra-Leute nehmen halt immer einen riesen Turbo. Weißt du, da müsste man sich halt schon so ein bisschen irgendwie zusammenreißen. Aber ich finde halt, wenn du an Supra denkst, dann denkst du an sowas, oder? So früher gab es dann diese fetten Schweine, die halt viel Leistung gemacht haben. Und wie hast du das da unten so mit Druckruf vor? Das wird noch abgeschnitten und dann kommt das weiter runter. Wird noch ein bisschen gedreht. Das ist jetzt nur hier der Kahlbau im Weg, der kommt ja weg. Ah, okay. Also du willst quasi gerade runtergehen. Ja, genau. Getriebe von unserer Probefahrt rasselt immer noch. Das ist eigentlich noch drin, Mann. Aber Öl ist drauf. Öl ist drauf. Wie viele Leute geschrieben hatten, ey, da ist so garantiert kein Öl drauf.
Aber das haben wir doch vor der Fahrzeug noch eingefüllt. Aber wir haben genau das gleiche gedacht. Also ich bin losgefahren, hab... Tom, erstmal fragst du, aber Tom, ist hier Öl drauf? Ich sage es auch hin oder so. Ich wusste nicht, was es ist. Es war ja vorhin Automatik. Also bei eBay auch nicht den Getriebesand bestellt oder so, ne? Und nochmal durch zu spielen. Cool. Nochmal zerlegtes Getriebe, ne? Und überholt. Also Plan ist, einmal so alles fertig bauen, dann erst Motor raus und einen anderen Motor rein. Genau. Ich habe noch zwei Ersatzmotoren und einer ist gerade am Machen. Mit anderen Böcken und so ein scheiß Kolbenkloll. Was, zwei Ersatzmotoren? Mhm. Oh. Vorsorge. Simple Weg zur richtigen Altersvorsorge. Man weiß ja nie. Ich würde sagen, oder lass uns mal einmal, wir müssen den Bus ja eh ausladen, dann fahren wir den einfach unter den Schirr runter und machen wir euch schon Wagen. Wagen hier rein. Ach, zwei Bügel passt nicht runter. Meinst du nicht? Nee. Wo nicht runter? Unter den Schirr der Bus? Ach so, nee, das habe ich noch nicht schon. Aber hast du mal einen langen Bus auf der Bügel genommen? Nö. Vielleicht ja. Das erste Mal. Krache drauf. Ja. Stimmt, auch Krache hatten wir auch schon drauf. Okay, sonst müssen wir halt noch ein Dach unten schwer machen heute. Okay, guck mal. Also ich habe theoretisch alles mit, was wir brauchen, um einen rollbaren Wagen für diese ganze Technik zu bauen. Mhm. Dass wir dann so richtig geil rankommen an Motorhalter, Getriebehalter, mhm. Downpipe, Ansaugrohr, Druckrohr und so weiter. Damit wir die Karosse nicht zerkratzen. Genau. Ja. Nee, du siehst es halt gar nicht. Weißt du, aber hier können wir das jetzt schön hochbauen, du kommst von unten ran. Weißt du, du kannst es jetzt alles so bauen. Theoretisch sind sogar die Halter für die Luftkühler hier. Das heißt, man könnte so die Luftkühler ranmachen. Stimmt. Man könnte sogar komplett die ganzen Rohre und alles bauen. Weil ich das da kratzen Schimmer finden würde. Ja, nein. Aber du kommst ja gar nicht erst hin. Das Problem ist ja, dass ja immer irgendwas im Weg ist. Sei es Kotflügel, Stehbleche und so weiter. Ne? Ach du Scheiße. Getriebe, dahinter ist noch ein Block. Hier deine ganzen Teile. Aber ich würde sagen, das Video ist schon so lang, das machen wir in einem Extra-Video. Mhm. Wir machen jetzt lieber mal schnell Bremse hinten und gucken uns den Totalschaden da hinten wieder an. Würde ich vorschlagen und laden das ganze Zeug immer aus. Lassen. Ah, ich will voll die Werkzeugkisten drin liegen. Alter! Boxlos? Wo ist der Belag hinten, Alter? Das Junge, der ist richtig tot! Boah, also ich kann das absolut nicht verstehen, dass die Verschleißanzeige schon angegangen ist. Brutal. Die geht doch noch, ne? Ja. Aber wirklich, in dem Fall jetzt tatsächlich, wir hatten ja vorne keine Verschleißanzeige, der hat tatsächlich nur hinten eine Verschleißanzeige. Ja, ich kann dir nicht sagen, was hier los ist. Weil hier ging tatsächlich die Anzeige an. Die war jetzt aber ehrlich gesagt noch nicht so lange an. Nee. Nein, also, was schätzt du, wie lange hier haben wir? Ja, ich würde tippen... 30.000. Nein, bei mir sind ja 5.000 Kilometer immer ein Monat so, ne? Ja. Ja, also 3.000 kommt schon hin, aber weil das ist schon wirklich, also das, das geht schon wirklich, das dürft ihr auf gar keinen Fall nachmachen, das geht hier schon in Richtung grob fahrlässig, weil da ist wirklich nicht mehr viel da. Ist aber wirklich erst von Geräuschen, erst seit heute Morgen so früh, so krass, deswegen habe ich auch direkt noch die Bremse gegriffen und habe mir gedacht, hier, Kollege Wutzny, hat richtig Bock auf Bremse, Mann. Hat richtig Bock drauf, hier mal und kurz Scheiße. Seine Halle zu nutzen. Na, ich bin auch heilfroh, wenn ich wieder normal schrauben kann. Ja, ich auch. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier noch die Bremse zu Ende. Ich hoffe, euch hat dieses Vlog-Video einigermaßen gefallen. Tom hatte eigentlich die Hoffnung, er darf heute noch ein bisschen schweißen. Ich würde sagen, das seht ihr im nächsten Video, weil für heute ist die Zeit hier auf jeden Fall schon wieder voll. Danke fürs Zuschauen. Und im nächsten Video seht ihr dann, wie wir den ultimativen V2A Edelstahl-Rollwagen Aufgärung für den RS4 Limo-Motor bauen, weil dann können wir nämlich direkt loslegen mit Rohre bauen, Ansaugung bauen, einmal alles bauen, ne? Einspritzgalerie, eigentlich alles. Downpipe, Catch-Tank, gucken, ob die Trockensumpf unten überhaupt runterpasst und. Genau dafür brauchen wir diesen Wagen. Ne? Also das wird richtig die Hölle. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.